zusammen, heute mal wieder aus der Küche und mit einem Video zum Thema Abnehmen, Gewicht halten, wie auch immer. Und zwar genau dann, wenn es schwierig ist. Das heißt, wenn man gerade so ein bisschen drin ist, sich wieder gefangen hat, sich so seinen Tagesablauf eigentlich eingerichtet hat, dass man gesund ist, regelmäßig isst, nicht unbedingt so Süßkram oder sowas. Und dann kommt das, was nun mal zwischendurch kommt, Besuche, Feiern, wie auch immer. Und bei mir war es eben so, der Geburtstag stand an, die Family kam und wir machen das eigentlich immer so, dass wir dann traditionell so irgendwie 3 Gänge machen. Also vorwiegend ist das dann auch abends, weil eben einige halt über Tag logischerweise arbeiten und so weiter. Und wenn das dann in die Woche fällt oder das Wochenende einfach nicht passt, machen wir es halt abends. Ist also nochmal eine Herausforderung. Ja, und diesmal habe ich dann einfach gedacht, okay, jetzt bist du schon so schön drin. Natürlich wirst du an so einem Tag über deine Kalorien wahrscheinlich kommen. Zählen wollte ich an dem Tag einfach nicht, aber mir war es dann eben wichtig, dass ich sage, okay, du kommst zwar drüber, aber dann sieh wenigstens zu, dass du ein relativ gesundes 3-Gänge-Menü hast, dass du eben auch ein bisschen drauf achtest, was du so auf den Tisch bringst. Ja, und das habe ich dann eben auch gemacht. Und was ich da eben ja, so Schönes angerichtet habe, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir beginnen auch mit einer Vorspeise, wie sich das für ein 3-Gänge-Menü logischerweise gehört. Das sieht jetzt hier natürlich noch nicht so schön und appetitlich aus, aber ich kann euch verraten, es schmeckt richtig, richtig lecker und mega. Und zwar ist das Hüttenkäse mit frischer Mango drin, also die wird gewürfelt. Dann wird das ein bisschen mit frischer Limette, also frischer Limettensaft ausgepresst und verfeinert und dann kommt noch Honig dazu. Und das Ganze wird nachher einfach auf eine Scheibe Knäckebrot angerichtet. Und zwar kommt da ein Blatt Salat drauf auf das Knäckebrot und da dann eben dieser Salat mit drauf und dann wird das mit einem Minzblatt quasi dekoriert oder garniert, sagt man ja in der Küche. Ja, wie das Ganze dann aussieht, das fotografiere ich dann nachher noch für euch ab und füge das natürlich auch in das Video mit ein. Aber hier einfach schon mal, dass ihr seht, etwas, das am Anfang nicht so ganz toll aussieht, kann man aber ganz toll anrichten. Und wie gesagt, das sind eben auch wirklich mal Vorspeisen, die jetzt nicht, wer weiß, wie ins Gewicht hauen. Ne? So ein Hüttenkäse ist schön leicht, Mango. Klar, wenn man jetzt die ganze Dose isst, ist das natürlich schon was, gerade auch durch den Fruchtzucker. Aber das ist ja jetzt auch für mehrere Personen. Wir bekommen ja nachher auch noch Besuch. Ne? So, und als Hauptspeise haben wir einen ganz leckeren Topf quasi. Also so ein bisschen würde ich sagen, manche kennen ja diese Partysuppen, die so unheimlich fettig sind, wo dann noch Sahne und sowas alles reinkommt. Ich habe ein ganz tolles Rezept gefunden, das hatten wir schon so in der Woche mal für uns und habe gedacht, das ist auch tauglich, dass man das für viele Personen oder für mehrere Personen macht. Und zwar ist es einfach, es wurde Schweineschnitzel eigentlich angedacht, aber ich habe dann Putengeschnetzeltes genommen, dass es dann etwas magerer ist. So, das wird eigentlich nur so ein paar Stunden in so einer Marinade aus ein bisschen Grapefruitsaft und so einer Eiweißpaste, also dieser Paprikapaste mild, wird gemischt und darin wird das Fleisch eben eingelegt. Ich habe das heute Morgen gemacht und habe das eben bis vorhin dort schön einziehen lassen. Dann wird das Fleisch aus der Marinade genommen, schön angedünstet bzw. angebraten. Kartoffel dazu, schön hier Paprika mit rein und später wird das Ganze mit der Marinade abgelöscht und köchelt dann noch so ein bisschen ein und dann natürlich dementsprechend würzen und es schmeckt total lecker und ist eigentlich total simpel zu machen, auch für viele Personen. Ja, und das haben wir dann jetzt einfach mal als Hauptspeise genommen. Ja, und natürlich noch eine Nachspeise. Ich habe hier einfach so ein, das ist ein Magerquark, der mit ein bisschen Kokosmilch mit angerührt ist. Die Kokosmilch, da habe ich vom Rewe so eine genommen, die ist auch fettreduziert noch. Das heißt, da spart man noch ein bisschen was an Kalorien ein. Das wird geschichtet einfach mit einer schönen frischen Mango, die klein geschnitten wird. Ein paar Nüsse obendrauf angeröstet. Ja, das ist dann eigentlich so mal eher ein etwas leichteres Dessert, wo dann eben auch nur mit Honig noch gesüßt wird. Da haben wir das ganz toll, dass wir hier
unser Nachbar hat Bienen und da kriegen wir öfter mal so einen schönen, leckeren, vernünftigen Honig. Also das ist alles schon eine recht gesunde Nachspeise. Natürlich auch die Kalorien dadurch, die Nüsse, das ist keine Frage. Aber es geht ja darum, wie kann man trotzdem auch so einen Tag mal gesund gestalten und vielleicht auch ein paar Kalorien einsparen. Also auf jeden Fall ist es schon mal gesünder und kalorienärmer, als wenn ich mir jetzt eine fette Mousse au Chocolat oder irgendwas mit Mascarpone oder sonstiges mache. Und so was ich so bisher mal als kleine Probierprobe hatte, war es auch sehr lecker.